So, da sind wir schon wieder zurück. Neuer Tag, neuer Shop, leider keine Aufgaben mehr. Also der heutige Tag und morgen im Prinzip heißt es jetzt nur noch warten, bis das Event anfängt. Am Sonntag, wann, weil, aber warte mal, müsste eigentlich dann genau dann, wenn die Aufgaben zu Ende gehen. Also rein theoretisch müsste ja unser Countdown sein für Season 11, 2 Tage, 5 Stunden, 27 Minuten. Oder sehe ich das irgendwie falsch? Also Sonntag 8 Uhr. Eigentlich dann, wenn alle, also zumindest bei uns in Rheinland-Pfalz, alle Kinder wieder ins Bett müssen, weil Montag Schule. Aber so ist halt das Leben. So, dann seht ihr ja bei mir, ich habe hier jetzt alles auf 100%. Deshalb auch der Skin. Weil den gab es ja bei der Herausforderungen, bei der Herausforderung gegen die Zeit. Oder? Ja, doch. Also ich finde, der Skin sieht dann schon nice aus. Aber kurz, wie gesagt, wie immer in eigener Sache. Ihr seht unten, die achte Zahl kam schon hinzu. Erstmal danke, dass jetzt schon wieder 10 Abonnenten dabei sind. Gruß natürlich geht raus an die Neuen. Und die Alten von euch wissen ja, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Bedeutet, jetzt fehlen uns noch 6 Abonnenten, dann kommt schon die neunte Zahl hinzu und so weiter. Falls du neu auf dem Kanal bist und wissen willst, wie das mit dem Code genau funktioniert, einfach in die Videobeschreibung gehen. Da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und da genau erkläre, wie das mit dem Code funktioniert. Und wichtigste Voraussetzung natürlich, lass gerne ein Abo da. So, dann gehen wir mal rein in den Shop. Wir haben das Paradigma. Zu wem sie gehört, ist nicht bekannt. Eine der sieben. Aha. Hatten wir dazu schon irgendwas? Hä? Alle sieben verschiedene? Ah ja. Da sind noch keine. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, deshalb sind das 10 Stück. Einmal hier, Standard. 1, 2, 3, 4, 5. Dann weiß. 1, 2, 3, 4, 5. Deshalb 10 verschiedene. Ja, so kann man natürlich auch Geld machen, in Anführungszeichen. Ja, wir haben 10 verschiedene Skins in einem. Also ganz ehrlich, mich haut der nicht um. Ne. Gefällt mir nicht. Nicht wirklich. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den findet. Also ich finde den, weiß nicht, ganz komisch. Weder gut noch schlecht, aber irgendwie, in meinen Augen passt es irgendwie überhaupt nicht ins Spiel rein. So, dann haben wir den kleinen Wikinger, den Magnus. Legendärer Skin, deshalb auch so teuer. Kam natürlich damals mit der neuen Stadt rein, beziehungsweise den neuen. Ja, nicht Stadt, sondern halt da auf dem Berg da. Aber so die Wikinger, naja. Die Zeiten von Wiki sind halt vorbei. Aber wem es gefällt, Rückenaccessoire. Also ich finde ganz ehrlich, hier bei dem Skin gehört eigentlich das Rückenaccessoire schon standardmäßig halt dabei. Also dass der Rücken sowieso dabei ist, ohne dass man den extra nochmal hat. Weil so, naja. Obwohl so ist halt Sommermode, ne? So ist Winter. So waren die Wikinger. Hinten Fell, fertig. So, dann haben wir hier noch Axtaroni, das Pizzaschneidemesser. Ah, die Klinge hört sich eigentlich gut an, weil die so nachtönt. So, dann haben wir natürlich noch den Nachtroller. In meinen Augen, also in meinen Augen ist es eigentlich dasselbe. Klar, der eine ist dreckig, der andere nicht. Aber, naja. So, dann haben wir extra Käse. Puh. Also ganz ehrlich, lecker sieht das nicht aus. Findet ihr das lecker? Also ich nicht. Das ist schon ein bisschen crazy eklig. So, dann haben wir noch den Tomatenkopf mit passenden Aufgaben. Und wie gesagt, in diesen Aufgaben ist halt drin, dass man den hier freischalten muss. Das ist halt quasi das große Verkaufsrezept von Epic Games, weil die halt viele denken halt, du kriegst nicht nur eine Aufgabe hier, was den einen Skin-Kopf dann anbetrifft, sondern generell andere Aufgaben. Aber du kriegst halt nur eine Aufgabe,
die dafür ist. Und diese Aufgabe hast du bereits schon gemacht, wenn du wie ich halt schon Level 100 bist und alles auf 100% hast. Also das finde ich so ein bisschen Verarscherei an den Leuten. So, dann haben wir noch Rio Grande mit passendem Rückenaccessoire. Man kennt es. Und hier ist es wieder. Guckt auf den rechten Schuh. Normaler Stiefel, linker Fuß, Schienbeinschoner, Knieschoner. Man kennt es. So, dann haben wir noch ins Schwarze. Oh Gott, die hatten wir ja schon letztens. Oder ich mache den Shop einfach schon zu lange in Anführungszeichen. Aber die hatten wir letztens erst drin. Dann haben wir zeitlich begrenzt. Ah. Okay. Oh, mir gefällt der Skin so in Rot. Oh, ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingsskin. In Grün fand ich den schon geil, aber in Rot, Gold, Beste. Dann werden wir ja wohl wissen, was uns. Ich hoffe, die machen nicht so eine Marswelt oder sowas. Sollen ja noch natürlich bleiben. So, Pizza Party. Lecker, lecker, lecker. Boah, du schmatzt wie ein Schwein. So, dann gelobt sei die Tomate. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Fällt auf den Kopf? Ja. Komm, einmal noch. Plop. Läuft bei dir. So, damit sind wir dann auch schon durch mit dem Shop. Und wie gesagt, wenn gibt ja nicht zu viel Geld aus. Ohne Quatsch, es lohnt sich eigentlich nicht mehr, weil ihr seht ja, man bekommt so einen Skin. Normalerweise wäre das mal locker 1600er Skin, würde ich sagen. Wenn nicht sogar ultra selten, also legendär. Ihr bekommt den Rest eigentlich in der Season. Deshalb spart euch euer Geld, gebt es für was Sinnvolles aus. In dem Sinne sage ich dann mal, haut rein, trotzdem viel Spaß mit dem Shop. Wir warten alle zusammen weiter auf die Aufgaben. In dem Sinne, haut rein.